Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio, weiter mit meiner Wenigkeit Labor. Warum haben wir denn jetzt schon wieder keine... Das kann doch nicht wahr sein, ey Gott. Das kann doch nicht wahr sein. So, dann noch die letzten. Und dann sind wir nämlich mit den Greifarmen nämlich auch durch. Ja, und du? Du arbeitest zu langsam. Nee, du arbeitest nicht zu langsam. Du arbeitest zu langsam. Wo der eigentlich schon wirklich Gas macht, also jetzt ohne Scheiß. Und Wasser und so. Ui. Wir haben ein Wasserschwankungsproblem. Aber ist Wasser immer voll? Ja, also. Gut. Jetzt haben wir schon 4500 Überschuss. Also wenn man das jetzt vergleicht, haben wir jetzt ziemlich viel. Und wenn ich jetzt hier wieder einen blauen... Oh, jetzt haben wir wieder keine blauen Greifarme. Mama, doch, da. Ach, falsch schon. Ja, der hat jetzt keine Probleme. Der hat auch keine Probleme. Und jetzt muss man hier oben wieder ein bisschen hingucken. Das rotzt natürlich jetzt richtig raus wieder. Das wird gleich oben wieder leer laufen, das wissen wir. Aber ich möchte gerne, dass er dann lieber wirklich hier volle Pulle jetzt Kunststoff da reinpulvert, weil jetzt unsere blauen Mikrochips ja gebraucht werden. Wir brauchen jetzt wieder gelbe Fläschchen. Ja. Wir benötigen jetzt in dem Sinne wieder die gelben Fläschchen und blaue Fläschchen. Und blaue Fläschchen lassen wir ja hier richtig rodeln, Leute. Was auch wieder weniger wird. Aber unsere Greifarme sind dann voll abgedatet. Das freut mich. Dann sind unsere roten nämlich auch eine ganze Ecke schneller geworden. Da guckt mal, da ist doch fast gar kein Platz mehr zwischen. Noch besser geht's doch schon gar nicht mehr. Ja, noch besser wäre doch schon wieder scheiße. Rupf, 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 rupf. Das gefällt mir, das gefällt mir. Da sind die roten. Aber wie lange hält es durch oben unser Petroleum? Weil hier wird auch ganz schön gerattert wieder nebenbei. Das nimmt dann natürlich auch nur noch 3-3. Also daran... Man merkt es halt, ne? Also man merkt es wirklich, wenn da zwei Stück laufen. Das würde funktionieren, wenn wir einfach nur mal einen Stillstand bekommen würden. Dann würde es locker funktionieren, Leute. Gut, das haben wir auch, das haben wir auch. Unten unser Kupfer, unser Eisen läuft super. Wir haben hier keine Eisenprobleme, es läuft gerade alles. Das ist auch super, außer das hier, das nimmt ja unsere Zahnräder, das frisst ja Zahnräder wie nichts anderes. Also Eisenprobleme haben wir nicht, grüne Mikrochips laufen. Das Problem, was wir haben, ist wirklich, dass wir uns irgendwann jetzt gleich Gedanken machen müssen, wo wir neues Kupfer wegbekommen. Auch drüben auf der anderen Seite wird ein Problem existieren in der nächsten Zeit. Also ich werde dann wohl wieder mit Eisenbahn arbeiten, aber dann will ich diesmal mit rund und vernünftig machen, Leute. Da oben, ich hatte das gebaut und dann wohin mit dem ganzen Kram und ja, war nicht so ganz perfektioniert in dem Sinne. Also war nicht so toll gemacht. Das muss man mal wirklich sagen. Okay, muss es reparieren, ist auch vollkommen gut. Hier sieht man einfach, es ist kurz vorm Exitus. Ne? Also hier das Eisen ist aufgebraucht. Wenn man das jetzt mal so sagt. Ja. Hier ist schon gar nichts mehr. Der kann in dem Sinne schon weg. Hier ist nichts mehr.
Ja, ich würde dann schon fast sagen, das wäre dann unsere nächste Eisenproduktion. Aber wir haben ein Problem. Wir haben kein Problem. Ich habe eine Idee. Ja, ihr wollt mich ja ärgern. Ihr kleinen Sackgesichter. Ich kann euch auch ärgern. Immer Strom. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Das Teil hatte wirklich keinen Strom. Jetzt hat es Strom. War nicht perfekt. Die Dinger sind echt hardcore. Oh, 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 oh. Krieg. Müssen aber erstmal leben und alles recken. Ja, ich will ja das Eisen verkommen hier haben, ne? Also. Was ist denn das Rote? Ist das einfach nur anderer Sand? Ja, ne? Ja, das war blöd. Ich hätte zwei, drei höher setzen müssen. Da drüben ist was kaputt gegangen. Das ist jetzt richtig scheiße. Wahrscheinlich, weil ich jetzt da gerade ein bisschen auf aggressiv mache. Aber ich muss ja das Eisen haben, also... Daher, ja. Laserturm kaputt gegangen. Nee, ein Geschützturm ist nur kaputt gegangen. Okay, okay, okay. Aber wenn die das so wollen, dann ist da halt noch ein. Ja, ja, ich gehe jetzt zurück. Ein paar Lasergeschütztürme hin, dann können die uns an der... Am Popo können die uns. Ja.
So. Ach Quatsch. Möchte ich gern noch Stromkabel. Oh, du Scheiße. Der muss, die müssen weg, Leute. So. Also das haben wir schon mal erledigt. Ein bisschen Ruhe, Leute. Einfach nur ein bisschen Ruhe. Machen wir mal so. Na? Ja, so. So fehlt das ganz okay. Upsa. So, hier kommen dann auch noch ein paar Lasergeschütztürme hin. Und gut ist die Geschichte. Und dann haben wir es nämlich. Können wir nämlich hier das nächste Eisen uns holen. Was ich aber dann mit aufs Band laufen lassen werde. Der kann weg. Der auch. So. Dann nehmen wir uns jetzt die. Dann die zwei. So. So. Das haben wir. Bisschen Sicherheit. Hier ist natürlich jetzt alles offen. Aber da haben wir zurzeit nichts. Möchte dann, wenn das dann so ist, hier irgendwie das Band durch und dann hier drauf führen. Ich weiß, hier ist immer noch was, aber man muss immer sagen, Leute, irgendwann ist hier Ende im Gelände, ne? Und dann löppt das nämlich nicht mehr. Dann können wir das nämlich vergessen. Ich muss gerade meiner besseren Hälfte schreiben. So. Also so würde ich das sagen, dass das so dann ganz okay läuft. Also wenn wir jetzt hier noch die ganzen, das Ganze auch noch abbauen, das hier sind auch nochmal 3,2 Millionen. Also, ja. Nicht viel, aber bech euch gar nicht. Haben wir noch einen Radar? Haben wir noch einen Radar? Leuchtet jetzt irgendwo? Wir haben keinen Radar. Gut. Das müssen wir dann auch noch machen. Hier oben und das Eisen holen. Das macht so eine Laune, dieses Spiel. Ohne Scheiß, Leute. Also jeder, der ein bisschen bauen will, ausprobieren. Und ja, man lernt jedes Mal was Neues dazu. Und das, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man überlegt, diese ganze Kabel, die man benutzen kann, sagen, in der Kiste ist jetzt weniger wie in der Kiste. Es muss erst da was rein. Und man kann das so optimieren, Leute. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Aber es ist wirklich so. Also es ist Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Das ist wirklich Wahnsinn, Leute. Und das ist kein Scheiß. Das ist, ja, fürs Let's Play wirklich immer ein bisschen schwer, das alles zu zum Umsetzen, ja, bin ich auch ganz ehrlich, das ist nicht so einfach, das wirklich 100% perfektioniert umzusetzen. Da tue ich mich ein bisschen schwer im Let's Play, keine Ahnung warum. Wenn ich dann später drüber nachdenke, denke ich mir einfach so, boah, was machst du für eine Scheiße eigentlich? Ja, aber, ja,
Ja, da ist jetzt schon wieder ein bisschen wenig. Drehen wir ihm einfach mal den Hals ab. Ich wollte mal gerade optimieren gehen, Leute. Hier haben wir noch nicht komplett gut optimiert in meinen Augen. Weil dadurch werden die ja nicht langsamer. Zumindest habe ich das nie rausgefunden. Sondern wir sparen einfach nur Strom. Strom sparen ist immer schön. Gerade wenn man es nicht mehr Geschwindigkeit benötigt. Warum soll man dann nicht Strom sparen? Gerade weil wir das sowieso brauchen. Weil ich ja hier mit diesen ganzen Batteriegedöns gearbeitet habe. Das ist jetzt genauso wie hier. Werden wir das jetzt genauso machen. Zwar immer nur Stufe 1, aber ja, hätte haben oder nicht haben, fertig. Weiß auch gar nicht, man könnte das jetzt mal, aber ich glaube, das kann man gar nicht so richtig vergleichen. Zurzeit verbrauchen die Lichtbögenöfen 23,9 Megawatt. Ja, wenn ich jetzt das so ein bisschen, aber jetzt sollte man da nicht unbedingt den großen, ja, weil ich auch gerade die optimiere, nee, mir schon die richtigen. Jetzt haben wir keine mehr. Ja, und wenn man jetzt guckt, ich glaube nicht, dass man das jetzt merkt. Ah, 23,4, ne? Also, ja. Könnten die ganzen anderen auch noch machen. So. Hier kommt schon wieder zu wenig Eisen an. Warum? Ja, weil sie einfach zu langsam produzieren. Punkt. Das müsste man auch komplett abreißen. Komplett. Und komplett anders bauen. Weil die Hochöfen arbeiten ja auch schon schneller, ne? Die. Nur mal so zur Info. Also die sind ja auch schon schneller wie die Lichtbogenöfen. Also, ja. Und das sind Hochöfen. Muss mal gucken. Muss mal gucken. So, jetzt haben wir die optimale Greifer. Wenn man hier aufnimmt und nebenbei Verwandtschaft hier, wir müssen hier noch Weihnachten, da Weihnachten, hier Weihnachten. Okay, also wir könnten das hier eigentlich komplett optimieren. Wir bräuchten da nur gar keine Kohle mehr. Der hier arbeitet, das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden. Herstellungsgeschwindigkeit 2. Er macht Herstellungsgeschwindigkeit 2, ist ja genauso schnell wie der andere. Wenn ich hier dieses Kohleband komplett entfernen würde, dann könnte ich überall diese Hochöfen hinsetzen und dann könnten wir die Hochöfen mit Geschwindigkeitsmodulen befördern. Dann lasse ich es aber lieber mit Kohle laufen, weil Kohle ist zurzeit not problem. Ja. Ist ja wirklich absolut gar kein Problem, unsere Kohle. Hier sehe ich auch gerade hier. Oh. Das hier ist doch auch scheiße. Das war jetzt richtig dämlich. Wenn ich jetzt hier alles da oben auf blau, aber hier unten nicht auf blau update, dann kann diese Maschine hier ja auch nicht unbedingt volllaufen. So, und schon hat man das Problem hier gerade.
jetzt mal ohne Scheiß, warum nehme ich dem denn hier noch das ganze Eisen weg? Kupfer weg. Wenn hier doch sowieso schon genug ist. Na gut, jetzt läuft es eh voll, weil wir jetzt das gerade ein bisschen optimiert haben hier. Mit dem blauen. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man das angefangen hat, dann muss man das durchziehen. Florian sagt, er findet die blauen nicht so toll. Dagegen, man muss alles optimiert sein, aber das ist auch wirklich so, wie man das gerne möchte. Ne? Wenn man seine Produktion auf Rot aufbaut, dann funktioniert es auch. Aber wenn man angefangen ist, die Scheiße zu machen, dann ist es, glaube ich, besser, wenn man dann wirklich alles auf Rot, auf Blau dann updatet. Das war richtig scheiße. Muss ich gucken, wo das Kupfer hinläuft. Hier oben. Laufen bei dir das rum mal gerade weg. So, Dankeschön. Ja, also es ist jeden seine eigene Entscheidung bei diesem Spiel. Ich will das auch mal mit diesen Kabels ausprobieren im Let's Play, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man dann sagt, größer als bla 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 und wenn das nicht an dem ist, dann wird in dem Sinne beigegangen und es wird dann in die anderen Kisten reingepackt. Dadurch hat man dann wieder mehr und ach Leute, das ist so. Ich will das unbedingt auch mal alles machen. Nur wie gesagt, man muss wirklich sagen, man muss da ein bisschen Geduld einfach auch mitbringen bei dem Spiel. Und so viele Stunden habe ich noch gar nicht. Das muss man jetzt auch mal sagen. War auch schon überlegen, das wirklich privat mal anzufangen. Vielleicht kann ich dann das viel besser ins Let's Play mit einbringen. So. Hier ist zum Beispiel auch absolut noch scheiße. So. Ne? Würde ich sagen. Und dann machen wir das noch so. Und so. Ja, wenn man das jetzt sieht, wie langsam jetzt hier die Sachen dahin laufen. Ja, hier gibt es diese Riesenbremse. Ist es einfach besser. Ach, jetzt nehme ich wieder. Warum mache ich eigentlich so einen Umweg? Warum mache ich so einen Umweg? Ach, weil hier unten die Maschinen ja produzieren. Ich habe nichts gesagt. Ja. Umso schneller sind die Maschinen, die wir da gerade hochschieben, viel schneller oben. Dadurch. Ja, ein bisschen dichter, ein bisschen dichter. So. Kommen die Maschinen, die wir nämlich hier unten produzieren, auch viel schneller da an. Hier könnte man zum Beispiel wirklich noch gelbe reinsetzen. Gelbe könnten wir 2 Stück herstellen. Dann tun wir das einfach mal. 1, 2, zack. Hier, bumm, bumm. Hau mal richtig raus, Eggert. Dann passt das auch. Ja? So. Stellen wir einfach hier mal ein bisschen schneller die Dinger her. Okay. Der Rote hat ein Problem. Der Rote hat den meisten Weg und kann es gar nicht schaffen. Trotz, dass wir die vollen Update-Stufen anhaben davon. Ja. Man kann das auch nicht mehr irgendwie noch beschleunigen, ne? Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit hier ein paar Greifer geupdatet. Vielleicht gibt es ja noch ein paar neue Greifer. Lieber gucken gehen, Leute. Ich weiß es ja nicht. Greifer. Nein, es gibt wirklich nur langer Greifarm einmal. Warum nur eine Greifarm lang? Und diese Drähte müsste man dann. Das werde ich auch noch machen. Ja. In dem Sinne,
sind diese Schnur bitte nach oben. Ja. Und deswegen kann er das gar nicht schaffen. Deswegen können wir eigentlich wieder beigehen, die zwei nehmen und die wirklich wieder austauschen. Leute. Weil er schafft es gar nicht. Er schafft es nicht mal bei dem Blauen. Also daher... Bullshit. Okay, Leute. Ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es waren schon wieder viele, viele Stündchen hier. Jetzt fehlen uns wieder rote. Ohne Ende rote. Liegt aber daran, weil wir einfach nicht genug Kunststoff wieder herstellen. Jetzt kann man wieder hoffen hier. Ist da drin? Eins reicht nicht. Ja. Also ich glaube, es ist wirklich schlauer, wenn ich wirklich beigehe und versuche, die drei Geschwindigkeitsmodule 3 hinzubekommen, die dann da rein zu klatschen und die dann wirklich durchlaufen zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich meine beste Lösung, die ich machen könnte. Ja, man sieht ja jetzt auch, wir haben nicht mal mehr blaue Mikrochips, weil rot leer ist. Kann er auch keine, ja... Dingens herstellen, was ich jetzt aber gerade nicht so ganz nachvollziehen kann. Warum ist Rot so leer? Hier stimmt was nicht. Das hier ist doch ein ganz anderer Weg. Hier wird's doch geteilt. Wer haut denn jetzt hier so viel Rot durch? Die Lichtbögenöfen oder was? Okay, Leute. Ich bleib hier auf jeden Fall stehen, dass ich ungefähr weiß, wo ich nächstes Mal weitermache. Sage wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.